Ey, wir gucken uns das jetzt mal an hier. Komm, ich kaufe eine 600.000 Euro Box. Wie schlimm wird's? 600.000 Euro für eine Box. Ich check das nicht ganz, weil ich erinnere mich eigentlich gehört zu haben oder gesehen zu haben, und ich habe da auch mit Stani drüber gesprochen, dass er sich eine Box für 400.000 Euro geholt hat. Das war auch die teuerste auf der Welt. Warum jetzt 600.000? Hat er sich noch eine geholt? Also denn ja, es ist geisteskrank. Und zwar, wir haben uns Pokémon-Karten geholt. Okay, jetzt haben wir diese eine Pokémon-Box, aber was hätte man sich anstelle dieser Pokémon-Box noch holen können? Man hätte sich dafür 3 Montana Black Gaming Rooms kaufen können. Oder doch lieber 12 Bitcoins und damit Unge wegflexen können? Nee, geht nicht. Unge hat ja 19 Bitcoins. Schwierig, ja. Sehr, sehr schwierig. Ja, ich weiß, Freunde, wir sind ein bisschen durchgedreht. Es ist auch nicht irgendeine Pokémon-Box, sondern es ist die First Edition Shadowless English Box, Leute. Da gibt es nur noch wenige weltweit und wir haben eine davon bekommen und die war halt so extrem teuer gewesen. Junge, wie viel Geld hat bitte Standardskill? Das Ding ist, der kann diese Box, wenn er die wirklich im Stream aufmacht, kann er diese Box von der Steuer absetzen. Aber 600.000 Euro, heilige Makrele. Und heute ist der Tag, wo wir uns das Ganze abholen. Leute, in dieser Box, ja, kann teilweise ein Glurak drin sein, was bis zu 500.000 Dollar gehandelt wird. Also da kann man einen fetten Jackpot rausziehen. Es soll so wohl schon eine Box gegeben haben, wo 3 Gluraks drin gewesen sind. Das wären so fast 1,5 Millionen. Das wäre auch natürlich ein Jackpot, Leute. Und wir werden diese Box jetzt holen, werden die einzelnen Packs... Ihr müsst euch das mal überlegen, das sind Pokémon-Karten, ne? Das ist jetzt nicht so, dass da Bitcoins drin sind. Man sollte, glaube ich, auch bei sowas nie rangehen mit, ich öffne jetzt mal Pokémon-Packs, um damit das große Geld zu sehen, ja? Weil das einfach nur Glücksspiel ist. Das ist irgendwie sehr, sehr schade, dass dieser Trend immer mehr danach geht, dass es dann einfach nur für den Handel genutzt wird. Ich finde, man sollte solche Karten einfach sammeln, ja? Es sind Sammelkarten und keine... Trade-Karten. Also das ist ja wie ganz normales Glücksspiel. Das ist wie wenn du einfach ein FIFA-Pack öffnest und hoffst, dass da ein teurer Spieler drin ist. Und dann bekommst du den aber nicht. Das ist ja nun mal bei meisten so. Verkaufen, falls ihr auch Interesse habt an einem Pack, Leute. Falls ihr dabei sein wollt bei dem größten Event überhaupt. Wir haben uns ein Fernsehstudio angemietet, Leute. Da wird vor Ort ein Grader da sein. Special-Gäste werden da sein. Alle Leute, die ein Pack gekauft haben, werden vor Ort sein und werden die Packs selber öffnen, Leute. Das Ganze wird... Krank, Alter. Was hat der da bitte geplant? Dass am 16. Mai ist so ein krankes Event da stattfindet. Am 16. Mai stattfinden. Junge. Zusätzlich werden wir auch alle Einnahmen, die gespendet werden an diesem Tag, an eine gemeinnützige Organisation spenden, Leute, die Organisation etc. Das wird noch alles bekannt gegeben. Also da werden noch einige Videos in Zukunft folgen. Freunde, ich bin gespannt. Wir holen jetzt... Okay, sehr geile Sache. Gucken, ob die echt ist überhaupt. 450.000 Euro werden wir jetzt bezahlen. Dies, das, Ananas. Gönnt euch das, Leute. Ich werde jetzt losfahren zu Lofty und dann geht's ab, Alter. Seid gespannt. Ab geht's. Jo, Leute, was geht ab? Wir sind jetzt angekommen über Crazy. Wir machen das hier heute beim Autohaus und gleich kommen die Verkäufer. Und Lofty-Karten. Wir haben uns einfach hier verabredet. Ich denke, es ist ein gutes an. Ja, scheiße. Ich glaube, Leute, ich hätte mal lieber so ein Auto kaufen sollen. Junge, da stehen einfach Rolls-Royce drin. Oder? Oder nee, ist es Rolls-Royce oder Bentley? Nee, ist schon ein Rolls-Royce, ne? Aber ohne Scheiß, die kosten ja auch um die 400.000 Euro. Solche so fette Sachen. An. Ja, scheiße. Also bis zu 400.000 Euro. Ich glaube, Leute, ich hätte mal lieber so ein Auto kaufen sollen. Anstatt Pokémon-Karten. Komplett Katastrophe. Weil das auch keine... Also irgendwie, wenn man jetzt mal ganz objektiv so... Würde man jetzt nicht wissen, dass diese Autos so krass viel wert sind, würde man denken, das ist auch eine ganz normale Standardkarre. Nur weil da draufsteht Rolls-Royce, ist das Ding halt so arschteuer. Und weil das halt einen ganz, ganz anderen Motor hat. Hey, überleg mal, wie viele Autos wir davon holen hätten können. Scheiße. Ey, lass abblasen. Lieber nicht Pokémon-Box kaufen. Meinst du? Ja, abblasen und dann lieber hier ein Auto mitnehmen, schönes. Scheiße, was machen wir, wenn die Box falsch ist? Da kommen welche, guck mal. Ich glaube, das sind die. Das sind die? Ich glaube. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Vielleicht sind die echt die Karten. Ey, was macht denn da die Kamera hier? Ja, das ist von uns, Ena. Kann der 5? Immer die Scheiße weggeholt. Oh! Junge, wie die das aufgezogen haben. So lost eigentlich. Pokémon-Karten? Digga, scheiß mal auf die Karten. Habt ihr Geld dabei? Ja, klar. Wollt ihr erstmal damit spielen oder was?
Ich glaube tatsächlich, für die Leute, die es nicht wissen, Standard Skill hat, gehe ich davon aus, sehr, sehr viele Millionen auf dem Konto. Also den juckt das wahrscheinlich nicht, dass er da 600.000 Euro investiert in diese Karten. Weil der, also denke ich jetzt mal, der hat gesagt, der hat einiges richtig gemacht im Aktienhandel. Und der hat auch gesagt, der hat da ziemlich Ahnung davon und der weiß da ein bisschen Bescheid. Und ich gehe davon aus, dass der Typ einige Millionen auf dem Konto hat und auf ganz entspannt so ein Pack ohne Probleme sich holen kann. Ich meine, er hat sich ein Fernsehstudio gemietet, der macht dann ein riesen Event draus. Die ganzen Einnahmen, die gehen nicht zu ihm, damit sich das rentiert, sondern die gehen sogar noch an gemeinnützige Organisationen, was ich echt krass finde. Also der hat es auf jeden Fall geschafft. Ne? Wir müssen erst mal gucken, ob die echt sind, ja? Vielleicht kommt noch ein Experte, der guckt immer rüber und dann... Denkt ihr, dass ihr jetzt 2 Tage hier chillen mit euch, dass ihr 100 Leute herholt? Sind die dazu oder was? Also denkt ihr, ich fahre den Weg umsonst, damit ich irgendwelche gefälschte Karten zeige? Das ist auch so geil. Der kommt dort einfach mit so einem Billo, also jetzt mal ohne Scheiß, mit so einem Billo-Koffer, der nicht mal zugemacht wurde. Also es sind bloß solche kleinen Clipper an der Seite. Auch so stark eigentlich, ne? Wie viel waren das? 54.000? 54, ja. Jetzt können wir Freunde sein, Digga. Oh mein Gott, Leute. Wir haben jetzt die Box, wir machen die jetzt auf. Geil, auf die kommen, lass gucken, wir sind die an. Geil, ja. Imagine, die machen diese Box auf und die Box fällt runter und alle Karten sind geknickt. Alter, stellt euch das vor. Einfach so aus Versehen oder irgendjemand tritt aus Versehen da drauf. Also es wär so bitter. Ja, wir gucken uns jetzt erstmal genau die Box an, oder Lofti? Auf jeden Fall. Guck dir das an. Mal auf. Du musst trinken. Oh mein Gott, Digga. Da ist jetzt so ein Gewehr drin, ist so ein Schießgewehr. Alter Lofti, mach auf. Ist die noch drin? Nein. Bro, die Karten waren die dazu, oder was? Bro, du hast da gerade 450.000. Bro, wir haben dafür 600.000 Euro hingelegt. Das ist safe nicht die Box. Irgendeine Scheiße machen die jetzt gerade damit. Das ist niemals die Box. Das kannst du nicht sagen. Dran. Ey Leute, wir haben jetzt die Box. Ich kann es nicht richtig glauben. Das ist zu unreal irgendwie. Wir haben dafür einfach 600.000 Euro insgesamt ausgegeben. Das ist die Box, halt's Maul, ihr Nummer. Ich check's nicht, Leute. Es ist real. So, jetzt kommt gleich noch ein Experte. Der wird das alles prüfen, dass sie auch echt ist. Und dass wir auch auf Nummer sicher gehen können. Lofti, was machen wir jetzt mit den Boostern? Ab heute 25.000 Euro, jedes Booster-Pack, 11 Karten, First Edition, Shadowless. Wie viel sind noch übrig? Wie viel sind schon weg? 14 sind schon weg. Oh no! Ganz vorsichtig jetzt, raff dich! 14 sind schon weg, Leute. Die restlichen verkaufen wir. Meldet euch bei mir und dann Abfahrt. Leute, das ist jetzt hier einfach die Box. Guckt euch das Ding an hier. Sieht ganz normal aus, aber 600.000 Euro haben wir insgesamt dafür bezahlt. First Edition, Shadowless, ganz geisteskrank. Ey, Lofti! What the fuck? Hier, fang! Nee! Doch! Nein! Doch! Fang jetzt! Ich denkst, ich trau mich nicht oder was? Ah! Leute, das war natürlich alles ein kleiner Spaß. Die Box ist an einem sicheren Ort. Das Geld wurde schon überwiesen. Am 16. Oh ja. Wird es live aufgemacht, die Box, Freunde, mit Pokémon-Experten. Das wird ein sehr, sehr großes Event. Lofti, wir alle dabei. Es wird geisteskrank. Vielen Dank. So Leute, wir sind durch. War ein geiler Tag gewesen. War ein schöner Spaß. Stellt euch vor einfach, er lässt die Box dort fallen und die Karten gehen kaputt. Also ich weiß nicht, ob ich es lustig finden würde oder nicht. Aber es wäre auf jeden Fall schon ein Stück weit gestört. Einfach so das ganze Ding fallen gelassen. Naja, sehr, sehr stabile Angelegenheit an der Stelle. Ich finde das Ganze rund um Pokémon, dieser Hype. Guckt euch das mal an, wie der Hype da war und wie der Hype jetzt einfach weg ist, weil kein Streamer mehr darüber irgendwas macht. Weil die jetzt auf irgendwas anderes gehen. Man merkt eigentlich so richtig krass, was diese ganze Internetkultur ausmacht, um etwas in den Hype zu bringen oder nicht in den Hype zu bringen. Also Pokémon war in diesem Überhype. Ja, jetzt gerade eben ist es einfach gar nicht mehr, man hört gar nichts mehr davon. Er ist echt gestört.